Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Master Builders und ich ärgere mich gerade, weil wir Herbst bekommen haben. Und wie sollen wir den Herbst darstellen? Aber ich denke mal, kriegen wir hin. So meine lieben Freunde, heute, ich denke mal, ich werde nur diese Runde hier zocken. Heute kommt ja um 19:09 Uhr ein zweites Video, wo ich so ein bisschen darüber rede, wie ich nach Deutschland gekommen bin, über die ganze Flüchtlingsangelegenheit. Und ja, was ich heute mit euch bereden wollte ist, gestern kam ja auf dem Kanal von Felix, ja von Felix, genau, von Rot Pils, ein Video, wo wir Skywars gespielt haben und da haben wir so gesagt, yo, neues Projekt kommt bald mit ein paar YouTubern. Und ja, mehr haben wir dazu auch nicht gesagt, also der Name steht auch schon fest. Aber, ja, mehr, also auch noch ein paar andere Sachen stehen fest. Klar, wir sind eigentlich kurz davor, das Projekt zu starten. Wir sind eigentlich kurz davor, das auch zu starten. Aber noch ein paar Feinheiten fehlen. Und ja, so, jetzt ist die Sache. Wir brauchen für diese Zeit, bis das Projekt startet, das kann 2-3 Wochen dauern. Ich weiß nicht, wie ich Herbst darstellen soll. Warte, gibt es irgendwas? Kürbisse, ja. Kürbisse, oh, Pumpkin, genau. Die Sache ist halt die, wir brauchen für diese Zeit, bis wir ein, bis das Projekt startet, brauchen wir, na, wir brauchen sicher, aber wir würden gerne in der Zeit, Felix und ich, ein Projekt, spielen oder machen, sagen wir mal so. Bis das Projekt halt startet und es kann halt, was ich mir überlegt habe, so Sachen wie, jetzt nur als Beispiel, Captive Minecraft, eine coole Adventure Map oder vielleicht, ich habe mir auch vielleicht sogar überlegt, das Spiel Ark, mit das Dinosaurier Survival Spiel, was Dena und Izzy gerade auch machen, sollte euch auf jeden Fall bekannt sein, das vielleicht sogar zu machen, also ich weiß nicht, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob, was für Ideen, also kommt mir jetzt nicht an mit PvP oder so, weil das wird so oder so kommen, Master Builders, andere PvP-Modis, solche Sachen werden trotzdem dann kommen, aber dazwischen auch noch so ein reguläres Projekt, ja, was wir dann so auf unseren Kanälen für euch hochladen können, das können verschiedene Adventure-Maps sein, Jump-and-Run-Adventure-Maps, es kann auch, keine Ahnung, Skyblock, irgendwas, halt vielleicht auch Sachen, die man ja nicht kennt, die ihr vielleicht mit euren Kollegen gespielt habt und ihr selber sagt, boah, das hat richtig Spaß gemacht, das kann man zu zweit spielen, dann haut das einfach in die Kommentare raus und dann machen wir das. Wir werden, denke ich mal, ich denke dann mal auf Felix Kanal in einem Video in den nächsten Morgen oder vielleicht heute auch oder morgen, wo werden wir ein Abstimmungsvideo drehen, wo man dann in der Straw Poll ganz einfach abstimmen kann, welches Projekt wir dann doch letztendlich spielen sollen. Quasi, wir sammeln dann Vorschläge von euch, weil im gestrigen Video von Felix haben wir auch dazu aufgerufen, dass ihr uns Vorschläge in die Kommentare schreibt, aber da nicht alle Felix abonniert haben, von meinen Zuschauern, wollte ich das hier in einem heutigen Video auch machen. So. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja. Ich habe mir gestern sogar ein paar Adventure-Maps angeschaut. Also auf YouTube so ein bisschen gesucht, was man so nehmen kann. Und ja, hab da auch selber was mir überlegt. Aber erstmal primär möchte ich euch mit einbeziehen. Deshalb haut raus, was euch einfällt. Und ja. So, wenn ihr zum Beispiel einen Kommentar seht, zum Beispiel jetzt als Beispiel schreibt einer Spiel Ark. Jetzt nur als Beispiel, dann seid ihr auch dafür, dann gebt den Kommentar einfach Daumen nach oben. Dann wird das höher gewertet und dann sehen wir das auch eher. Was den Leuten gefällt, anstatt irgendwie ja, 10-mal das gleiche zu lesen. Ja, wo ist ja eigentlich das gleiche? Ist ja auch eigentlich dasselbe Prinzip. Naja, egal. Was kann man denn noch hier Herbstliches nehmen? Ich weiß es gerade nicht. Oh, leuchten. Wir machen es mal Nacht. Ne, wir machen es nicht Nacht. Ja, es ist ein bisschen. Naja. Es ist irgendwie kein Herbst, weil die Blätter nicht halt gefärbt sind. Ja, ich weiß, mal sehen, was die anderen Teilnehmer gebaut haben. Mir fiel jetzt dazu nicht ein, weil ich auch die ganze Zeit über dieses Thema reden wollte und mich gar nicht darauf konzentriert habe, etwas Sinnvolles zu bauen.
Also ich hätte das so oder so gebaut. Aber ich weiß nicht, wie man die Blätter halt in herbstlichen Farben färbt. Deshalb keine Ahnung. Ja, meine lieben Freunde. Das ist diese Sache quasi. Dreht mal in meins. Also das Projekt mit den YouTubern, das wir starten werden, wird sehr cool. Wir wollen, dass das beim Zuschauen sowie auch beim Zocken eine Art Feeling rüberbringt. Quasi, dass man sich auch mit hineinversetzen kann in dieses Ding, also in das Projekt, in diese Welt. Wir haben auch schon eine Welt, der Server steht, der Name steht, der ist mir gestern, nee, vorgestern eingefallen. Wobei, ne, eigentlich schon etwas länger. Und ich sag mal so, ja, der Name des Projekts hat auf jeden Fall was mit der Serie zu tun. Könnt ihr mal raten. Und ja, den Trailer werde ich machen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, ich werde den Trailer machen. Wird, denke ich mal, in 2 Wochen müsste ich damit fertig werden. Eigentlich bräuchte ich auch dafür nicht so lange. Eine Woche. Kommt drauf an, ich könnte das auch in 4 Tagen hinballern, wenn ich mir pro Tag den ganzen Tag dafür nehme. Aber ich denke mal, 2 Wochen sollte der Trailer fertig sein. Dann wird er auf den ganzen Kanälen, beteiligten Kanälen, also quasi auf den Kanälen, die mitmachen, hochgeladen. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall davon auf Twitter und so alles auf Twitter Bescheid bekommen, wann das Projekt auch startet. So, ich hoffe, also ich glaube, das wird ultra geil. Und das wird ultra geil. Das wird mega nice, glaube ich. Da einfach dieses Feeling, wie ich mir das vorstelle, auch wie das im Trailer, denke ich mal, wenn ich den Trailer gemacht habe, rübergebracht wird. Ich hoffe, das wird so mega wie so eine richtige Serie, wenn man das guckt, dass man so wirklich mitfiebert. Das ist mein Ziel bei diesem Projekt zu erreichen. Und ja, ich bewerte hier gar nicht. Tut mir leid, ein paar haben sich bestimmt von euch schon geärgert. Bewerte die doch. Das ist jetzt kein Herbst, wobei. Ja, was ist das? Das ist Glas. Es ist alles das Gleiche, deshalb kann man eigentlich auch schlecht bewerten. Es ist, ja, Herbst. Würde ich jetzt nicht erkennen. Bei meinem würde ich auch höchstens Herbst erkennen, wenn man wegen Kürbissen. Und das war es jetzt auch. Ja. Das soll es gewesen sein. Ah. Das sieht aber in sich. Ach, Mann. Als ob er es nicht geschafft hat. Noch. It's okay, Dude. It's okay. Im Großen und Ganzen war es das. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Vergesst nicht, in die Kommentare auch zu schreiben. Vorschläge für ein Überbrückungsprojekt, bis das Hauptprojekt startet. Mit Felix halt machen wir das dann. Und ja. Das war's. Ich bin Dritter geworden. Mauzinet hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, heute um 19 Uhr kommt das Video, wie ich nach Deutschland gekommen bin. So ein bisschen, das ist ein bisschen Real Talk. Es wird ein reales Video. Also es wird ein ernsteres Video. Schaltet ein und ja, im Großen und Ganzen war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und tschüss.